Salve, ihr Freunde der Börse. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben, was haben wir denn überhaupt? Donnerstag, den 16. April und es ist 16.56 Uhr. In diesem Clip geht es um den Standard 500. Den habe ich seit mehr als 4 Wochen nicht mehr gemacht. Ich glaube, am 3.3. das letzte Mal. Es ist eine Menge passiert mittlerweile. Deswegen finde ich das notwendig, dass man da mal wieder reinschaut. Das ist nämlich ein hochinteressanter Markt. Kurzum, für die, die es sich kurz machen wollen, ich bin nicht der Meinung, dass der Standard 500 hier nennenswert weiter steigt. Ich werde definitiv nicht long gehen. Ich suche eher nach Shorts. Wem das nicht gefällt, der kann jetzt hier schon ausmachen. So, für die anderen mache ich einen kurzen Clip, womit ich das begründe. Also, das ist jetzt hier der Standard 500, eine Kerze, ein Tag. Und wir haben von diesem Tief, was wir hatten da, ne, im letzten Drittel vom März, sind wir hoch auf die 20-Tage-Linie, an das 38er, kurz in Luft geschnappt, wieder ins 38er, drüber gelaufen. Wir haben diese Gaps geschlossen, da vom 11.3., sind sogar an das 50er, haben es überboten. Soweit ist also okay und wir oszillieren momentan um das 50er rum. Wir sind bei 2787, während ich diesen Film hier mache. Und das 50er Tradesmith ist nach meiner Berechnung bei 2796. Von den Bändern hier völlig in Ordnung, gar kein Problem, ist alles in Ordnung. Die gleitenden Durchschnitte drehen nach oben, das ist auch soweit fein und hier geht's los. Das MACD über die moderne Sichtweise gefällt mir im Moment nicht. Wir haben nochmal 16.57 Uhr jetzt. Wenn dieses Histogramm heute, der zweite Balken in Folge, negativ wird, werde ich aufgrund der modernen Sichtweise negativ. Die traditionelle ist noch positiv, alles fein, aber das mag ich nicht. Hinzu kommt, dass wir natürlich, wie bei fast allen Indizes weltweit, einen überkauften Markt haben. Aber wenn es sich heute Abend hier bewahrheitet, dass wir hier negativ sind, idealerweise sogar, also idealerweise aus Sicht eines Shorts, hier schließen unter 2780, dann würde das hier weiter kippen und es verbinden sich zwei Verkaufssignale, eins über den Oszillator, eins über den Trendfolger. Und das würde mir ausreichen zu sagen, wir gehen hier nicht nennenswert weiter hoch. Ich habe euch trotzdem Scheine mitgebracht. Für die von euch, die mir nicht glauben, alles in Ordnung. Einmal Calls. Einen Call, den ich persönlich nicht machen werde, setze ich an hier. Ich nehme diesen 2630er. 2630er, da sind wir. Das muss ich jetzt erstmal hier selbst schauen. Ich sollte mir echt immer wieder die Brille aufziehen. Da sind wir genau hier. Wir sind unterhalb des 38er Retracements, aber oberhalb der 20-Tage-Linie. Ich habe mir diesen hier ausgesucht. Das ist von Goldman Sachs, ein 2600, na, ich runde leicht, 31er. Mit der Kennnummer GC18SP. Schöne Nummer, GC18SP. Jetzt gehen wir mal zum Put. Ich möchte nicht den Put hier oben irgendwo legen, hinter der 200-Tage-Linie. Nasdaq war der erste Index, der die 200-Tage-Linie auch mal wieder touchiert hat, zumindest von denen, die ich beobachte. Ich möchte den relativ hier hinterlegen. Deswegen kann ich hier also auch mit dem 30er-Hebel, da muss ich mit dem 30er-Hebel arbeiten. Sowas hier, 2879. Das liegt oberhalb des letzten, ja, sagen wir es mal, Zwischenhoch. Das war bei 2851. Und das Risiko gehe ich ein. Stop ist Knock. 2879,75. Das ist von Goldman ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GC2LBZ. GC2LBZ. Den kaufe ich nicht jetzt hier um 16.59 Uhr oder 17 Uhr. Ich möchte heute Abend um 22 Uhr abwarten, was passiert hier mit dieser kleinen, mit diesem Histogramm. Wenn es negativ ist, und das weiß ich spätestens um 21:45 oder um 21:30, dann werde ich ihn machen, vorher noch nicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute und nach wie vor bleibt gesund. Alles Gute, bye bye, ciao.